So, heute haben wir bei Drink With den Emanuele Bicelli oder Biciclet, wie auch immer. Bicelli. Bicelli, okay. Ja. Immer falsch gesagt. Wir sind lange schon befreundet, sind eine Art Wegbegleiter. Du bist ein Multisasser. Wahrscheinlich kennen dich viele vom, von überall her, aber aus verschiedenen Richtungen. Ja. Du bist Versicherungs... Das ist mein Hauptjob, Versicherungsmakler. Versicherungsmakler, genau. Okay. Dann hast du eine Karateschule, eine Tanzschule. Du bist noch Großveranstalter von Hip-Hop-Events. Ja. Gut, ist dir langweilig? Nee, ich bin so ein Projektmensch. So, das, mein Versicherungsmakler-Job mache ich ja schon ewig. Und da kann man sich nicht so kreativ austoben. Und mit den Veranstaltungen hat es so angefangen, dass ich halt immer eine Passion für Musik hatte, gerade Genre Hip-Hop. Und irgendwann mal hieß es, hast du nicht mal Bock, ein Event zu machen? Ja, und dann fing es an, immer größer zu werden, ja. Und so, ent, ja, wie heißt das? So entstand das Ganze. Ja, okay. Und vom Karate zum Tanzen bist du gekommen, weil du dich bewegt hast und hast gedacht, geil. Sah aus wie ein Tanzmove. Fang so an, dass ich mit Karate schon relativ früh angefangen habe, mit 6 Jahren. Okay. Und irgendwann mal in meiner Pubertätsphase, jeder kennt es ja, fing es dann an mit wegzugehen. Und dann hatte ich bei Karate, bin ich in so einem Loch gefallen, wo ich auch so mich ein bisschen körperlich kreativ umorientieren wollte. Und bevor ich da komplett aufgehört habe, habe ich gedacht, okay, lass mich lieber was anderes machen. Und zu meiner Zeit, ich bin ja jetzt nicht der Jüngste, war so das Breakdancen relativ hip. Und da habe ich das halt so angefangen. So kam das und das hat mich jetzt immer noch begleitet. Wir reden gleich weiter. Ja. Du hast nicht so viel Ahnung von Bier, hast du gesagt. Trinkst aber gern Bier, wolltest einen easy Drink dir aussuchen. Heißt ja immer Drink With. Dann haben wir das Berliner Landbier von Fürst Wiacek mit 5%. Bin mal gespannt. Das kann man mal so probieren. 14:30 Uhr mal einstreuen. Und danach geht es uns besser. Geht es wahrscheinlich einfacher mit dem Tanzen. Kämpfen auch. So, warte. Ich sag mal Cheers. Cheers, danke Cheers. Für die Einladung. Gerne. Aber ich petze es jetzt nicht weg, sondern ich genieße. Ja, sehr lecker. Das ist ein Bier, ja. Wo man jetzt sagen würde, okay, da erkennt man auf jeden Fall, dass es, dass es sich um Craft Beer handelt. Hier steht Hopfen im Vordergrund. Und ja, was heißt im Vordergrund, steht es nicht, aber man spürt diese Hopfennote. Davon hast du... Noch nicht so viel, aber auf jeden Fall für jemanden, der nicht sich so gut auskennt, geht super runter. Also nicht so stark, nicht so herb. Ja, das ist doch schön. Ja. Sag mal, und jetzt aktuell hast du eine Kampfschule oder nennt man das Kampfschule? Also das nennt man ein Dojo, ja. Dojo, okay. Genau. Und du bist gar nicht so unerfolgreich in dem Karate-Business gewesen. Europameister. Richtig. Also wenn ich frech werde, dann gibt es direkt was auf die Ohren. Und dann tanzt du drumherum. Siegestanz schon einstudiert. Schon einstudiert, ja. Okay. Alles klar. Dann zu den Großveranstaltungen Hip-Hop. Die größte Veranstaltungsreihe, die ihr gemacht habt oder du gemacht hast, war Tanzverbot? Nein, Hausverbot. Hausverbot. Tanzverbot bei Deutsch. Tanzverbot hatten wir jetzt lang genug. Ja, richtig. Hausverbot, okay, Hip-Hop ist da im Vordergrund und dann ist quasi Hidden Hills auch jetzt entstanden. Ja, Hidden genau. Quasi dann in der dritten Auflage. Ja, jetzt, naja, es gab ja eine Auflage, die hat stattgefunden 2018. Ja. Mit Turbulenzen hat das angefangen. Und dann haben wir es aber trotzdem durchgezogen, dann 2019 direkt nachgelegt und dann kam leider Corona. Aber und jetzt geht es halt 2022 direkt weiter. Planst du? Ist schon fertig, alles durchgeplant. Okay, und geht im September los. Wo wird es stattfinden? Diesmal über 2 Orte. Das heißt, es wird diesmal über 2 Tage sein. Vorher war es immer nur über 1 Tag, jetzt geht es über 2 Tage. Der Samstag, das ist der Outdoor-Tag, der findet am Stadion Offenbach statt, Biberer Berg. Okay. Und der erste Tag findet in Frankfurt statt, im neuen Zoom. Okay, ehemals Cocoon Club. Richtig. Okay, gut, das heißt, das sind beides sehr große Locations. Du holst große Namen. Ja.
Also wir. Gibt's da schon ein Line-Up, über das du sprechen willst? Ein bisschen Werbung machen? Oder, ja, also wir können darüber sprechen. Ja. Line-Up wird noch nicht so ganz bekannt gegeben, ja, weil wir jetzt gerade mit der Promophase anfangen. Wir haben gestern einen Artist, beziehungsweise am Montag einen Artist announced. Es ist halt hauptsächlich ein Deutschrap-Festival. Ja. 2-3 Künstler aus England sind noch am Start, aber es handelt sich hauptsächlich um ein Deutschrap-Festival. Okay, gut. Und da haben wir natürlich ja, schon sehr, sehr bekannte Namen gebucht, aber auch Newcomer, weil das ist unsere Philosophie, so dass wir halt sagen, wir wollen so ein bisschen die bekannten Künstler und die neuen Künstler miteinander verbinden, sodass auch die neuen Künstler ja, eine kleine Plattform haben. Sehr gut. Cool, tatsächlich ist es ja ein ganz kurzes Format. Das Bier trinken wir noch aus. Auf jeden Fall. Ich danke, dass du da warst. Ja. Und wir werden von dir hören, werden uns weiter bei dir versichern. Und, wenn jemand braucht, Emanuel ist Kämpfer-Tänzer, versichere ihn einfach. Das kann man gut kombinieren. Danke. Cheers. Cheers.